Ja, das ist ein guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Sky. Ja, das letzte Mal haben wir die Party gecrashed und waren bei den Talmor. Ich hoffe, jetzt passt auch der Sound, weil ich habe gemerkt, bei den ersten 6 Parts war es ziemlich leise. Ja, der Sound hat... Ich hoffe, jetzt geht's ein bisschen besser. Ist schwierig halt abzusehen. Vom Sound her sollte es okay sein, von dem, was angezeigt wird. Wie es im Endeffekt wirkt, weiß ich nicht. Aber sollte auf jeden Fall lauter sein. So, was haben wir jetzt vor? Gute Frage. Hier ist ziemlich viel in der Nähe. Deswegen würde ich sagen, gehen wir erstmal ein bisschen noch hier erkunden in der Nähe, wenn man schon mal da ist. Ansonsten... Genau, wir sind aus der Botschaft der Talmauer gekommen. Müssen wieder mit Delfine reden. Und man muss auch mal ein bisschen die Karte... bisschen die Karte. Warum fliegst du so? Ich habe dich nur mit dem Schwertgriff geschlagen gehabt. Eieiei. Warte mal. Eckmein, Eisenhandschuhe, 11. Ist eine schwere Sache. Und Lederstiefel, ganz gewöhnlich. Ja, kann ich eigentlich auch mir die Stahlstiefel schnappen? Und die... Der Rest ist irrelevant eigentlich. Genau. Ach Mensch, hör doch deine Pfeile zu vergeuden. Hey, hey, hey. Bleibst du wohl liegen? War so, dass man nicht bekommen kann. Hier wird sowieso keiner nachtrauern, kleiner Mann. Ja, meine, die Map ist ganz schön kahl, muss ich sagen, weil ich halt mich nur an die Story gehalten habe bis jetzt. Wenig an Sekunden, wird sich praktisch auch nicht ändern, bis jetzt. Sehr schön, Taschendiebstahl wurde verbessert. Ob ich darauf stolz sein kann, ja, kann man machen, eigentlich schon. Aber solche Sachen sind halt auch ein bisschen wichtig, mal ein bisschen zu erkunden für den späteren Verlauf, dass man mal irgendwo einen Ansatzpunkt auch hat zum Hinkommen für Quests. Das Schlachtrossstein. Den brauche ich nicht, denn ich habe sowieso kaum ein Inventar und der Magierstein bringt es gerade mehr. Mehr Ausdauer ist vergeilt, aber nö. Du hast doch schon was in der Nähe, ist gut. Mit Delfin reden, Delfin, Delfin, Delfin. Muss ich dafür zurück nach Flusswald? Achso, ja, dann kann ich mir noch mal einen ganz anderen Scheiß holen. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Das ist korrekt. Die haben die Dämmerwacht ins Leben zurückgerufen. Aber die Dämmerwacht interessiert mich im Moment nicht. Das kommt in einem späteren Verlauf. Was guckt ihr denn das Hühnchen so? Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. So. Wovon redet ihr da? Was ist das für ein Brief? Meine Güte. Er wollte mir weismachen, dass Fiendal das geschrieben hat? Danke, dass ihr mir die Wahrheit gesagt habt. Könntet ihr auch mit Fiendal reden? Sicher will er euch auch danken, dass ihr für ihn eingestanden seid. Mir ist eigentlich egal mit der Feder da. Ich finde bloß nicht mit hinterlistigen Tricks. Wenn, dann sollen die ehrlich werden um die Dame. Und nicht mit hinterlistigen Tricks. Wir haben Zimmer und Essen. Hier in Flusswald läuft eine Art Dreiecksgeschichte. Ja, die habe ich doch gerade beendet. Feendal und Sven werben beide um Camillas Gunst.
Bis zum nächsten Mal. Soweit habe ich eigentlich alles hier drin. Da sieht man ein paar Sachen, die ich gestohlen habe anscheinend. Wieso habe ich die gestohlen? Zumindest habt ihr es lebend wieder hinausgeschafft. Eure Sachen befinden sich wohlbehalten. Habt ihr etwas Nützliches erfahren? Wirklich? Das ist schwer zu glauben. Seid ihr sicher? Espern? Er lebt! Ich dachte, die Talmo hätten ihn vor Jahren schon erwischt. Dieser verrückte alte Kerl. Aber es wundert mich nicht, dass die Talmo ihm auf den Fersen sind, wenn sie herauszufinden versuchen, was mit den Drachen los ist. Ihr meint davon abgesehen, dass sie jede Klinge töten wollen, die sie in die Finger bekommen können. Espern war einer der Archivare der Klingen, bevor die Talmo uns im Großen Krieg ausradiert haben. Er wusste alles über die alten Drachengeschichten der Klingen. Er war geradezu besessen davon. Damals wollte niemand etwas davon hören. Er war wohl doch nicht so verrückt, wie wir alle dachten. So. Rifton also. Sicher unten am Rattenweg. Dorthin würde ich jedenfalls gehen. Ihr macht euch besser auf nach Rifton. Redet mit Brynjolf. Er hat Beziehungen. Das ist zumindest ein guter Ausgangspunkt. Ach, und wenn ihr Espern findet, wenn ihr mich schon für paranoid haltet, es ist womöglich nicht ganz leicht, sein Vertrauen zu gewinnen. Fragt ihn einfach, wo er am 30. Eisherbst war. Er wird wissen, was das bedeutet. Sehr schön. Mich interessiert der Rest nicht. So. Was gibt es? Nee, aber die trage ich doch alle. So. Verzaubern kann ich eigentlich auch ein paar Sachen. Die, die ich zumindest nicht so brauche. Ah, ist mir eigentlich auch Wumpe erstmal. So, das heißt jetzt. Gerade im Moment nichts von dir, danke. So. Muss man ja nochmal alle einzeln aktivieren. Nein, das ist doch nervig. Das heißt, der ist hier vorne mit dabei, okay. Wenn man schon mal hier ist. Flusswald ist schon ganz in Ordnung. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Bitte, nehmt das. Es ist etwas Gold, das ich mir durch die Arbeit in der Mühle angespart habe. Ich zeige euch, was ich weiß. Soll ich mich in Schießkunst unterrichten lassen? Ich meine, nee, brauche ich eigentlich nicht. Bis zum nächsten Mal. Ah ja, muss nicht angepisst zu sein, deswegen. So, die Map ist ganz schön voll. In Rifton war ich noch nicht. Da habe ich aber einige genau Gesichtswandlerinnen und so einen Schätzer, bla. Mit dem Anführer der Dämmerwacht, genau. Einzige Frage, die ich mir mache, stelle. Soll ich damit. Na, Solzheim, ne, brauche ich nicht. Aventus war Dino, ja. Sind auf jeden Fall noch einige Quests offen. Weiß man ja. Hallo, ich mach's wie immer. Erstmal die Schnellreise. So. Soll ich euch mitnehmen? Wohin soll's gehen? Ich glaube, Rifton war verdammt nochmal auch in 5. Ah, Rifton sind. Okay, warum ist Rifton jetzt 20 nur? Okay, nehme ich hin. Wenn ihr noch nie in Rifton wart, besucht auf jeden Fall die Schwarzdornbrauerei. Nach ein paar Bechern habt ihr die. Ach ja. Stelle von Rifton. Sehr schön.
So. Stehen bleiben. Ehe ich euch nach Rifton lasse, müsst ihr die Besuchssteuer entrichten. Na. Das Privileg, die Stadt zu betreten. Warum fragt ihr? So. Also gut. Nicht so laut. Wollt ihr, dass uns alle hören? Ich lasse euch ja schon rein. Moment, ich öffne eben das Tor. Keine Zeit zum Reden. Wenn ihr mich bestehlt oder betrügt, töte ich euch. Das meine ich ernst. Das Tor ist offen. Ihr könnt rein, sobald ihr soweit seid. Keine Zeit zum Reden. Das hat mir jetzt gegeben. Wenn ich schon wüsste, was ich vorher mit im Gepäck hatte, wäre es sinnvoller gewesen. Ah, warte mal, Hängemoos. So. Aha, die habe ich auch mal mitgehen lassen. War zwar im Fernsehen, aber egal. Wenn ich bestehlt oder betrügt, töte ich euch. Ach, ist mein. Meine ich ernst. Wartet! Ich kenne euch doch. Hab ich einen Kopfgeld? Jemand muss mir helfen! Habt ihr eben jemanden vorbeilaufen sehen? Ja, woher habt ihr das? Ach, vergesst es. Hier ist zwar nicht viel, aber immerhin etwas. So. Ich werde diesen Dieb aufspüren und umbringen. Sieg oder Soven, kommt zurück. Ha, hab euch. Das wird wunderbar. Keine Spur von ihm. Ach, schön. Dann. So, so, so. Welchen Glück hat Refton oder warum mit diesem Warte? Ich kenne euch doch. Ich war doch noch nie in Refton. Wie zum Geier habe ich 25 Kopfgeld in den Röpfton. Wie? Ich war noch nicht mal in Röpfton. Ich verstehe es nicht. Ich war noch nicht in Röpfton und habe ich dann die 25. Ich bin schon wieder mit der Diebesgilde aneinander geraten. Seid vorsichtig. Ich kenne euch nicht. Sucht ihr hier in Röpfton nach Ärger? Wenn sie nur einmal mit den Fingern. So. Das ist die falsche Antwort. Das Letzte, was die Schwarzdorn-Familie braucht, ist ein Störenfried, der hier groß rauskommen will. Ich weiß. Die Schwarzdorn-Familie hat in Rifton das Sagen und genießt den Schutz der Diebesgilde. Haltet also eure Nase aus ihren Angelegenheiten. Ich bin Maul. Ich beobachte die Straßen für sie. Für Informationen bin ich der richtige Mann. Aber das kostet euch was. So. So. Dann seid ihr noch dümmer, als ihr ausseht. Ihr solltet gut auf euch aufpassen. So. Allmählich habe ich eure ständigen Ausflüchte satt. Saphir war auch von der Liebesgilde, glaube ich. Aber natürlich, ich bin ja nichts als ein Dreckiger. Warte mal, irgendwo war es. Okay, hä, what? Okay, nein, ich weiß ja, wo die sind. Ich muss mich ja trotzdem mitbringen, von daher. Aber gehen wir erstmal zum Jarl, also beziehungsweise um zu entdecken, die zur Festung. Genau, Nebelschleier, das war's. Und ab in den Rattenweg, ab in die Kanalisation. Frage war ist nur. Verlauf mich hier drin andauernd. So. Ich weiß nicht,
Wenn sie wüssten, dass wir das tun, würden sie uns bei lebendigem Leib auf Land ziehen. So. Du, ich bin Kampfmagier. Da hilft auch nichts dagegen. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Ihr habt irgendwie keinen Namen. Aber ich habe auch nicht gar kein Interesse, das herauszufinden. Ja. Hier war der Rückweg. Ich erinnere. Experte, das ist eklig. Minimal. Gibt's doch nicht. Sehr schön. Der Bettler. Ah, schade, ich dachte, ich würde damit irgendwie Redekunst oder so verbessern. So, der Taugenix. Was hast du denn? Eine Eisenstreiter. Gesagt, die hatte hier einen Knick genommen. Mann, ist das Kiva auf einmal hergekommen. Engemoos. Okay. Tja, ich verlaufe mich ganz gerne mal im Untergrund. Was? Der hat ganz lustige Sachen. Nämlich seine. Ich brauche das nicht. Naja, das lasse ich mal ganz kurz. Die kann man mal nutzen, die Faustdinger. Aber ich brauche kein Bier bei mir. Ah ja, richtig. Überall sind hier nur Bärenfallen. Warum auch immer. So. Das brauche ich nicht. Oh, ein einzelnes. Verdammt. Ein einzelnes Stück Gold. Sehr schön. So, wo geht's jetzt lang? Okay. Nein. So. Also sind wir wieder hier. Gut, habe ich schon mal den Weg. Fertig. Was habe ich denn da gerade ausgelöst? So. Ich weiß es nicht, wo hier im Untergrund das ist. Vielleicht war ich auch im falschen Rattenweg. Ah ne, hier geht's zur zersplitterten Fallasche. So. Ja. Wenn ihr was trinken wollt, solltet ihr auch dafür zahlen. Ich kann wohl mit eurem Gesicht arbeiten. Schließlich hat ein Bildhauer auch nicht immer den feinsten Granit zur Auswahl. So, genau. Findet die Gesichtsformen. Einst übte ich meine Kunst in den Salons und Gutshäusern in den nobelsten Kreisen Tamriels aus. Heutzutage entstammt meine Kundschaft ausschließlich dem Abschaum Himmelsrands. Aber das macht nichts. Die größten Künstler werden niemals zu ihren Lebzeiten erkannt. Das ist korrekt. Ihr seid also als Kunde hier. Soll ich euer Gesicht neu gestalten? Ich war nicht immer eine verlumpte Bettlerin.
Ich habe meine Kunst von den Meistern des Fleischformens gelernt. Klingt echt gut. Ich habe an der Fakultät der Chirurgen in Wolkenruh gelernt. 3 Jahre lang wandelte ich unter den hohlgesichtigen Männern von Nohutogra. Der Adel des Reiches und des Bundes zählt zu meinen Kunden. Und doch bin ich so tief gesunken, dass ich mich vor einem Wanderer in den Abwässern der hinterletzten Provinz rechtfertigen muss. Ja, aber 1000 Gold ist mir, ein bisschen zu viel gerade im Moment. Ich spare nämlich gerade auf das Dings. Wo ist Brynjolf? Hier hinten würde es zur Diebesgilde gehen. Ach, im Rattenweggewölbe war es, genau. Ja, ich erinnere mich wieder. Es ist ewig her, seit ich die Hauptstory gespielt habe. Oh nein. Du bist ein widerlicher Zauberer. Schlimmste Gefahr für einen Magier, ein Blitzmagier. Der nimmt sich einen Magiker. Na komm. So. Bitte nochmal, ich hab dich gerade nicht verstanden. Na, ja, da war nichts, okay. Da wurde also nur zum Spaß umgebracht. Nicht mal ausgelootet wurde der. So eine Schande. So. Nein. Stellen Sie sich einmal vor, ich habe Espern ganz alleine gefunden, ohne Brynjolf. Tja. Warum liegt hier so viel Geld? Oh, auch noch eine gute Waffe. Oh, das ist süß, so eine Minitruhe. Ist irgendwie süß. Lehrlingstruhe ist ja gar nichts, wenn man gegen. Wenn man gerade eine Expertentür aufgebrochen hat. So. Aber man hat auch bei Lehrlingen viel mehr Auswahlmöglichkeiten. Dravens Bogen. Der hat einen Namen, den nehme ich mit. Vielleicht finde ich ja Draven. Irgendwo, irgendwie, irgendwann. Per Zufall. Und er fragt mich nach seinem Bogen. Und sagt dann, hey, das ist doch mein Bogen, oder nicht? Sag ich nur ja, und dann lässt er irgendwie was springen. Wäre doch mal was. Gut, jetzt bin ich schon tief im Rattengewölbe drin. Hier irgendwo müsste es mittlerweile... doch irgendwo was geben. Okay, es geht tiefer rein. So. Aber bin ich gerade im Kreis gelaufen? Messer? Ja. Ja. Eimer? Ja. Tintenfass? Nein. Okay. Nein, mein Dietrich. Müssen wir jetzt als... Ich werde heute Abend gut essen, mein Schatz. Ach, hier ist Espans Tür. Na gut. Du wirst mir als Gegner angezeigt, also muss da irgendwas sein. Warum auch immer die mir als Gegner angezeigt wird. Ah, das ist Espern. Was? Das bin ich nicht. Ich bin nicht Espern. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet.
Oh, wie mich das doch beruhigt. Wahrscheinlich steckt ihr mit den Talmor unter einer Decke und versucht mich mit einem Trick dazu zu bringen, die Tür zu öffnen. Oh. So. Delphine braucht meine Hilfe? Ihr kennt Delphine nicht besonders gut, wenn ihr der Meinung seid, dass ich das glaube. Und jetzt verschwindet. Na gut, ich hab... Ich hab euch doch gesagt, dass ihr verschwinden sollt. Ich mach die Tür für niemanden auf. Ist ja gut, ist ja gut. Ah, in der Tat. In der Tat. Ich erinnere mich. Dann lebt Delphine tatsächlich noch. Ihr solltet besser reinkommen und mir erzählen, wie ihr mich gefunden habt und was ihr wollt. Das dauert nur einen Augenblick. Ja, nur kein Stress. Okay, der ist ein... Okay. Das wäre geschafft. Kommt herein, kommt herein. Fühlt euch wie zu... So, besser. Jetzt können wir uns unterhalten. Also kämpft Delphine immer noch nach all den Jahren. Ich wüsste gern, was... Ich dachte, dass ihr mittlerweile klar geworden ist, dass es hoffnungslos ist. Ich habe versucht, es ihr zu erklären. Schon vor Jahren. So. Ja, ja, das habt ihr bereits erwähnt. Na und? Das Ende ist nah. Es ist egal, ob ich hier sterbe oder an einem anderen Ort. Ich habe es satt, wegzulaufen. Habt ihr es noch nicht kapiert? Was muss denn noch passieren, bevor ihr aufwacht und versteht, was vor sich geht? Alduin ist zurückgekehrt, genau wie es die Prophezeiung vorhergesagt hat. Der Drache vom Anbeginn der Zeit, der die Seelen der Toten verschlingt. Niemand kann seinem Hunger entkommen, hier oder im Jenseits. Alduin wird alles verschlingen und die Welt wird enden. Nichts kann ihn aufhalten. Doch, ein Drachenblut. Ich habe versucht, es ihnen zu sagen. Sie wollten nicht zuhören. Dummköpfe. Es ist alles eingetreten. Und ich konnte nur zusehen, wie unser Untergang naht. Ja, aber dann kämpf doch. Ja, ja. Ihr wisst es ja. Aber ihr weigert euch, es zu verstehen. Oh ja. Es wurde alles vorausgesagt. Das Ende hat begonnen. Alduin ist zurückgekehrt. Und ein Drachenblut. Drachenblut kann ihn aufhalten. Aber seit Jahrhunderten hat sich kein Drachenblut gezeigt. Ja, deswegen ist ja Alduin jetzt auch zurück. Seien die Götter unserer überdrüssig. Sie überlassen uns unserem Schicksal als Spielzeug von Alduin, dem Weltenfresser. Was? Ihr? Kann das wirklich sein? Ja, ja. Ich bin aus der Drachenblut. Dann Bitte. Gibt es Hoffnung. Die Aber Götter haben uns nicht verlassen. Wir müssen gehen, schnell. Führt mich zu Delphine. Es gibt eine Menge zu besprechen. Aber gebt mir nur einen Augenblick. Ich muss noch ein paar Dinge mitnehmen. Kein Schuss. Das werde ich brauchen. Nein. Nein, nutzloser Tant. Wo ist meine kommentierte Anuade? So. Das war ein Abfall. Ohne Legende könnte vielleicht eine Quest triggern? Nein. Manche Bücher können. Ich weiß, dass die Zeit knapp ist, aber ich darf den Tag keine Geheimnisse hinterlassen. Noch eine Sache, die ich mitnehmen muss. Nun, das sollte wohl reichen. Dann mal los. Sehr schön. Hallo? Ist da jemand? Oh. Wo ist dieser widerliche kleine Drecksack? Wenn ich das schon sehe. Zauberer der Talmor. Erbärmliches Leben, ich. Und wer krepiert gerade jämmerlich? Ah, sehr schön. So.
Nein. Hier sieht alles gleich aus. Ich hasse. Na, kommst du runter? So. Ich brauche mal ein paar neue Seelen wieder. Na, S-Bahn wird schon wissen, was er macht. Ist hier eine Truhe? Oh, tatsächlich. Die 54 Gold sind nützlich. So. Eine Schande, dass es dazu kommen musste. Noch, Mann. Egal. Ich komme hier schon irgendwie raus. Der Typ kann dann auf sich selbst aufpassen. Ich meine, zum Glück muss ich nicht wirklich eskortieren. Das wäre ja wirklich zum Kotzen gewesen. So. Ach, bewegt sich Monsieur Esperm auch mal. Was ist hier drin? Wenn ihr was trinken wollt, solltet ihr auch dafür zahlen können. Hier gibt es keinen Ärger. Naja, ist okay. So. Sag mal, du musst mich hier nicht bedrängen, S-Bahn. Der Weg ist schon mal frei und wir kommen dann direkt raus hier irgendwo. Genau. Die Diebesgilde werde ich aber zum Schluss machen, weil ich finde die Diebesgilde echt nervig von den Quests her. Okay. Aber irgendwann kommen die noch dran. So, wo sind wir gerade? Da ist Flusswald. Sehr schön. Ja, schmieden tue ich sowieso nicht. Das mag ich nicht. Ist mir zu nervig, die ganzen Sachen zu grinden mit den Ärzten und allem. Ich glaube, ich hatte nicht einen Run, wo ich mal Schmiedemeister war und irgendwas mit den ganzen Sachen herstellen konnte. Ihr seid hübsch, das muss ich gestehen. Haltet euch bloß von Alvo fern, meinem Mann. Ah, keine Sorge. Wir haben Zimmer und so. Niemand vertraut diesen Magiern in ihrer Akademie. Hier in Flusswald läuft eine Art Dreieck. Die war schon. Hier in Flusswald läuft eine Art Dreieck. Nein, die ist vorbei. Und der ist sauer auf mich. Ihr bringt nichts als Ärger. Ja, natürlich. Ihr seht aus, als wärt ihr auf Reisen. Lucan, wenn ihr Waffen oder Rüstung braucht, an der Bardenakt, wenn ihr dorthin geht, fragt nach Viarmo. Ich wurde als Galder ausgebildet, genau wie mein Vater und Sam. Sehr schön. Jetzt habe ich auch die Quest mit der Bardenakademie. Ich habe mich schon gefragt. S-Bahn, geht's mal rein? Dankeschön. Mal sehen, was S-Bahn zu sagen hat. Okay. Nun denn, ich nehme an, du bist Bescheid über. Oh ja, Drachenblut. In der Tat. So. Ja. Das ändert natürlich alles. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Unser. Oh, sehr schön. Irgendein. Ich zeige es euch. Ich hatte es hier irgendwo. Esbern, was? Gebt mir nur einen Augenblick. Okay. Ah, da ist es ja. Seht her. Genau hier. Der Tempel der Himmelszuflucht. Erbaut um eines der wichtigsten Akaviri-Militärlager in Reach. Während ihrer Eroberungsfeldzüge in Himmelsrand. S-Bahn, wo schaust du gerade hin? Wovon er redet?